geht ab, Chat? Ich bin so auf spontan online gekommen. Ich erkläre euch mal gestern meinen Tagesablauf. Ich wollte gestern, ich bin 6 Uhr oder 7 Uhr schlafen gegangen. Ich dachte, ich kann so um 10 oder so auf, um 12 aufstehen, dass ich streamen kann. Ich wach auf, guck auf die Uhr, 17.30 Uhr, das war's. Dann, ich hatte 19 Uhr Friseurtermin und ich habe den ganzen Tag nur rumgegammelt. Wirklich richtig ekelhaft. Kennt ihr diese Tage, wo man so einfach so übel lange pennt und dann so übertrieben, wie so ein Spaß die ganze Zeit im Bett liegt? Und dann so richtig so, man kommt sich so komisch vor. Lukas, danke für deine 9 Monate, Bro. Heute war so ein Tag. Heute war so ein Tag. Jeden Tag, ach, man kennt es. So lange gepennt. Okay, warte mal, Chat. Bevor wir anfangen, lass uns mal meine Insta-Pics raussuchen für morgen. Ich will morgen ein Insta-Foto hochladen, aber ich weiß noch nicht, welche. Deswegen, lass uns mal zusammen gucken, welches wir nehmen. Ihr dürft dann entscheiden. Bist du bei Yusufs Event? Ich weiß noch nicht. Wait, lass mich kurz hier drüber Musik machen. Ey, warte mal, ich habe kurz eine Sache. Ey, dieser Song, für mich fast Song of the Year. Digga, wie gut ist dieser Song? Ich weiß nicht, ob ihr den so auf dem Schirm hattet, aber der Song ist absolut geistes. Erstmal aussuchen, welche Bilder wir morgen hochladen. Chat, ich habe ein paar Bilder hier. Und ich weiß nicht, welches ich für Insta benutze. Ich weiß noch nicht, welches ich benutze. Wir haben hier ein paar Bilder. Also das wollte ich safe nehmen. Was sagst du zu dem? Der muss, oder? Der muss rein. Als letztes Slide vielleicht. Ja, dachte ich auch. Okay, warte, dann wollte ich unbedingt noch entweder das. Also das ist auch, es hätte so auf. Ich weiß nicht, das wollte ich vielleicht. Was haben wir noch? Davon wollte ich vielleicht ein. Okay, dann habe ich den noch. Den habe ich gefeiert. Ich weiß nicht, den habe ich gefeiert. Also die Pose an sich, die Perspektive vom Foto. Kaka? Echt? Okay. Dann habe ich noch überlegt mit Sydney 1. Das hier? Oh mein Gott. Ei! Leak? Obwohl, man sieht nicht mehr was Krasses. Scheiß drauf. So, warte. Dann haben wir hier. Eins zu Sydney, da lächelt er auch noch, aber. Da mach 25. Ich, da sehe ich halt Arsch aus, ne? Dann. Das muss rein. Ich glaube, das ist letztes Slide. Hoffe, du hast gut geschlafen, mein Gott. Das wird als erstes. Das hier. Das hier. Und dann muss eigentlich noch das hier. Das hier maybe als erstes. Obwohl, man sieht mich gar nicht richtig, Digga. Man denkt, es ist ein Bild von Sydney. Noch ein zurück. Digga, was ist, wie verschwommen sind diese Fotos? Chat, guck mal, wir gehen jetzt durch, okay? Ihr sagt mir, woher wird 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gib mir mal einen Call. 10, sag mal 10. Ja, 10 wollte ich als erstes sogar. 10 wollte ich als erstes sogar. 9, was ist 9? Ja, 9 kommt als letztes. 17. Oh mein Gott. Irgendwas geleakt? Ne. Okay. Das hier?
fucking sleeper, man. Aber da sind so, da sehe ich so, ich weiß nicht, wie viel, keine Ahnung. 17 safe, 13, was 13? 13 muss, kommt so als letztes, glaube ich. Was ist 3? 3 haben viele geschrieben. 3 ist so, man sieht auch wenig Bilder, meine Fresse, ne? Irgendwie. Farben passen nicht. Ja, Bro, so ernst nehme ich Instagram auch nicht. Also davon auf jeden Fall eins. Ich glaube, das nehme ich als, das hier nehme ich als erstes. Das ist so, das kommt als erstes. Ich mach mal Musik an. Ich mach mal an. Der Song ist tough, ne? Mit Billa und Farouk. Ist der noch nicht raus? Ah, ne, da geht's sowieso noch nicht weiter. Okay, warte, welche machen wir jetzt? Wir haben uns geeinigt, also der kommt safe als erstes, sagt ihr. Nummer 10. 10 kommt rein. Okay, wo gehen wir weiter aber? 15? 15 geht auch klar. Aber 15 ist so blass irgendwie. Checkt ihr? Zeig mal 16. Das ist 16. 15 oder? Ja, dann ist 16 besser, finde ich. 11, 4 besser. Zeig mal 11. Ja, der guckt mich Sydney aber nur so an. Bei Dings. Ja. Vielleicht kann man 16 mit Color Grading retten. Ich hab keine Ahnung von, Bruder. Ich hab keine Ahnung von sowas. Real Talk, ich hab keine Ahnung von sowas. Nein, nicht. Ey, nicht so gemeint. Nicht so gemeint. Ihr wisst, ey, guckt euch diese Jungs an. Ey, ihr wisst, wie ich. Ey, Jungs, keine Clips. Ey, macht Clips aus. Mods. Mann, Dicker. Das war's wieder. Ja, okay, ja, das war's wieder. Junge. Das war's wieder. Habt ihr nicht gefickt? Und das wird jetzt geklippt? Original mit Sydney mit dem Affen reingeschnitten? Ja, guck mal, warte. Zeig mal her. Das Problem ist, ich würde gerne das Bild nehmen, aber da sieht Sydney aus wie so ein Affe. Fucking sleeper, man. Weil er halt nur so mich anguckt. Und das wird dann so geklippt und dann kommt so dieser dumme Sound und dann ist es auf TikTok und dann ist mein Arsch gefickt. Ich habe noch irgendeinen Clip gesehen mit Sydney. Bro, ich muss mir dieses Affe abgewöhnen, ne? Ich muss mir dieses Affe ernst abgewöhnen. Wo war das? Ich hatte noch irgendeinen Clip von Sydney, wo wir so Dings. Was muss ich eingeben? Sydney? Ne, what maybe? Hier, das war das. Mein Gott, sieht das geil aus. Sexy, Alter. Ich krieg einen Haken. Das sind die leckersten Donuts, die ich je gegessen habe. Mehr Soße auf, mehr Soße. Wieso Affen sind wir hier einfach? Wow. Der erste größte Affe hier, Digga. Oh, warte. Mein Gott, sieht das geil aus. Bro, ey, Digga, das kommt halt, das kommt so ungünstig, ne? Das kommt so ungünstig, Alter. Ey. Achso, hier war das. Noch mehr Soße drauf, mehr Soße. Wieso Affe sind wir hier einfach? Dena. Wow. Der erste größte Affe hier, Digga. Oh, warte. Bam. Noch mehr Soße. Das ist hart. Okay, wir finden schon irgendwas für morgen. Mal gucken. Okay, Chat. Was ging dieses Jahr? Was ging ab, als ich weg... I drop another. Schatte. Bruder, das kann nicht sein. Ich kann das immer noch nicht glauben. Ey, Jet, danke dir für deine 10 Gifte, mein Bruder. Ich hoffe, du hast deinen Otto-Gutschein bekommen. Ey, das kann immer noch nicht sein, dass fucking Kanye West und fucking Playboy Cardi droppen.
Jetzt, Jet, danke dir wieder für deine 5 Gifte, Bro. Kuss. Danke, Bro. Danke, Jet. Vertrau niemals Cardi. Sagt ihr? Ey, ich wollte nochmal so unsere Top-Clips von diesem Jahr angucken. So unser Jahr-Revue passieren lassen, was so passiert ist. Dies und das. Hype Train Level 7. Ihr wisst, wie das läuft. So, warte. Clips und dann auf dieses. Kann man dieses Jahr? Nee, man kann nur alle. Fucking Sleeper, man. Wenn Katze nicht herkommen will. Rot tut 2 Jahre kostige. Was ist das für ein schlechter Clip, Bro? Warum haben sich 21.000 Leute diesen Clip angeguckt? Wie arsch ist dieser Clip? Mods. Was ist das für ein... Was ist das für ein Arschclip? Clip that shit. Ich bin jetzt 21 und ein gebildeter Mann. Chat. Ich bin jetzt 21 und ein gebildeter Mann. True. Das heißt, ab jetzt, 21, werde ich keine Ausdrücke mehr benutzen. Clip das jetzt! Gut. Was haben wir denn hier noch alles? Bildschirm kaputt. War das dieses Jahr? Das war letztes Jahr, oder? ALTF4 spendet 1 Euro. Mein arme Streamer. Digga, das waren wirklich... Schnell wegmachen. Was habe ich hier für Clips, Bro? Feuer, das war aber nicht dieses Jahr. Ey, ich habe nicht so viel von diesem Jahr. Wollen die auch Fullcam machen? Ja. Nee, ich hab gerade Essen. War Test. Macht sowas mal in München. Oder was hab ich... Was sind das für Arschclips? Kann man nicht Ja sortieren oder so? NPC despawned, das war ein guter Clip. Was ist das? Boah, das waren auch Zeiten, Digga. Wann war das? Wisst ihr noch die Zeit, Chat? By the way, ey! Die Streamerin, die wir damals immer geguckt haben, ein Zuschauer hat mir einen Link geschickt, die hat ein Porno mit fucking Johnny Sins gedreht. No cap! Diese Frau hier, die wir vor ein oder zwei Jahren geguckt haben. Ey! Wirklich? Ich dachte mir, was zur Hölle? Was geht ab? Nee, oh, wirklich, ja. Wollen wir Reaction drauf machen auf Kick? Wollen wir rüber auf Kick gehen? Das war's. Was gab's noch so dieses Jahr, ja? Hier gibt's viel, Alter. Dieses Jahr war eigentlich voll viel unterwegs. Bruder, was habe ich für ein Gerz? Digga, habe ich so einen riesen Arsch? Was habe ich für einen Bunder, Alter? Fucking Sleeper, man. Ey, yo! Ja, was? Ey, das sind. Die sind über ein Jahr her. Aber sonst. Hat jemand einen Dollar für mich, man raute Sosa Voice? Was? Danke dir eh mal für deine. Für deine 9 Monate. Ey, ich wollte irgendwas machen, Chat. Was wollte ich nochmal machen? Ich wollte irgendwas machen. Ich habe es vergessen zu tun.
GTA 6 Trailer, stimmt. Den haben wir uns gar nicht im Stream angeguckt. GTA 6 Trailer. Boah, Digga. Also wirklich, Real Talk. Ich freue mich richtig, richtig krass auf GTA fucking 6, ne? Ich freue mich so krass auf GTA fucking 6, ne? Ist das krass. Ist das krass. Kacke, dass es für PC später kommt. Ja, das stimmt. Was habe ich eigentlich für TikToks geliked? Also eine Sache, die... Oh mein Gott, Digga, wie laut. Aber warum sieht der 1 zu 1 auch so aus? Das ist doch krank. Ja, Digga. Die Top-Kommentare. Einer schreibt Dieter Kegeln. Dieter. Woher? Ich vermisse es, so Türsteher zu sein. Du glaubst nicht, ab und zu habe ich immer noch das Kribbeln, mich an die Tür... Was? Ich vermisse es, so Türsteher zu sein. Du glaubst nicht, ab und zu habe ich immer noch das Kribbeln, mich an die Tür zu stellen und irgendwelche Vollmongos wegzuklatschen. Einfach, das ist wirklich... Digga, ich check das nicht. Ey, warum ist man? Es gibt ja ernst Menschen da draußen, die es feiern, sich zu boxen. Warum? Geh zum Sport, mach Sparring, Bro, irgendwas. Aber warum so... Auch wenn man so auf Partys ist oder so, da sind immer so zwei, drei, die immer Bock haben, sich zu fighten. Ohne Sinn. Ich check's nicht. Ich werd's niemals verstehen. Das ist so doof. Wirklich. Oh my God, 10-9. Digga, als ich das gesehen habe, das ist auch krank. Aiden Ross hat auf irgendein Rentner-Tischtennis-Game gewettet und 100.000 gewonnen. Oh my fucking Guck mal, wie die Tischtennis spielen. Wie schlecht. What's going on? What the fuck is going on? What the fuck is... Wir haben ihn, by the way, gesehen sogar in L.A., Chat. Wir haben Aiden gesehen in L.A. bei... Catch? War das bei Catch? Im Restaurant? Er ist vor uns reingegangen. Ja, ja, wir haben ihn gesehen. Digga, ich habe seinen fetten schwarzen Kollegen erkannt. Und deswegen habe ich ihn... Wusste ich, okay, ich muss irgendwo Aiden sein. Und dann habe ich ein bisschen weiter vorne geguckt, dann war wirklich Aiden. Und dann sind die reingegangen. Ich war erst am überlegen, ob ich nach einem Foto frage, wenn ich Aiden sehe. Aber ich dachte so, ich weiß nicht, komm weird. Ich weiß nicht. Aber ich muss sagen, war das 2021? Ich sag euch ehrlich, 2021 war, glaube ich, sein größter Fan auf diesem Planeten. Snaggy, genau, Snaggy war das. Genau, der Dicke. Was? Wie kommt sowas zustande? Wie kommt sowas zustande? Wie kommt sowas zustande, Chat? Erklärt mal. Einer soll erklären. Nein, Bro! Bro, Johannes, du hast mehr Twitch am Tag. Du hast mehr... Digga, ist Johannes hier im Chat? Bruder, du hast mir 1488 Stunden zugeguckt, Johannes. Das kann nicht sein. Johannes, ist dein Arsch hier? Bro, wie geht das mathematisch auf? Habe ich überhaupt so viel gestreamt? Also wenn er 1500 Stunden fast zugeguckt hat, dann müsste sein Arsch eigentlich hier sein. Mehrere Tage in diesem Jahr Twitch geguckt, als es Tage im Jahr gibt. Du warst 366 Jahre auf Tage auf Twitch und wir haben den 11. Dezember. Das geht gar nicht. Nein, Bro! Bro. Das geht eigentlich wirklich nicht, ne? Das ist eigentlich mathematisch, das ist ein Fehler. Muss sein Blick. Johannes ist im Chat. Bro, was macht Nein, dein Bro. Arsch? Bro. 366 Tage auf Twitch, Johannes. Erklär mal bitte. Erklär mal bitte, was du 366 Tage auf Twitch machst. Was machst du?
Sogar Mod, natürlich. Modden? Ja, wenigstens ein Mod, der was macht. Schätz mal, ich mich jeden Tag auch. Wie viel man netto im Monat verdienen muss, um zu den obersten 10% in Deutschland zu gehören. 4.000. Neue Zahlen hier vor kurzem, 3.700 netto. Wir gehören zu den obersten 10%, Chat. We made it. Ja. Und wie viel fürs oberste Prozent? Das weiß ich nicht. Also diese 4 wusste ich circa. 8, 10. Nicht mal 8, 7.190. Dann wir gehören zu den 1%. Hörst du netto monatlich zum obersten Prozent. Und du musst gerade mal in Deutschland, du musst nur 3.000. Ja, nur. 3.700 ist wenig, ne? 7 Euro netto verdienen, dann gehörst du zu den obersten 10%. Schätz mal, wie... Nur 3.700 ist ja nichts, Chat. Ja, also nicht der Typ. Nee. Was ist dein Type? Boah, eigentlich so medium ugly. Medium ugly? Medium ugly? Als würde sie ein Steak bestellen. Sucht ihre Freunde raus, als würde sie ein Steak bestellen. Wie kommt man auf medium ugly? Sind groß und medium. Ja, ich. Boah, also ich sag euch ehrlich, meine Freundin müsste so ein bisschen so. Medium rare. Ja, so medium rare wäre gut. Medium ugly, was ist das für eine Aussage? Medium ugly? Was heißt das? Also so. Na, ein Typ, der nichts zu schön ist, so. Also so, kein Schönling, so, weißt du, was ich meine? Ha! Ey, ich check das nicht mehr, ne? Ich check alles nicht mehr. Diese. Ich komm. Scheiße. Dad picked you up in a fire truck? How cool. Bruder. Kanye is here to pick up the kids, to take them to school. He loves to do that. Stell dir vor, euer Vater bringt euch zur Schule mit einem verfickten Feuerwehr-Dings-Auto. Wie kommt man. Bruder, auf sowas kommt nur Kanye West. Es kommt kein anderer darauf. Kein Mensch auf dieser Welt würde darauf kommen, außer er. Did you tell Sainty? No. Mom said it was a surprise. So of course in his very... Ey, wie gut ist North ihr Part bei, auf Dings? We gonna take off for the year. Is your bestie, Miss Westie. Don't try to test me, it's gonna get messy. So ein guter Song. Merd Abi schläft ein während Projection. Das ist auch krank. Das ist krank. Das war krank, als ich das gesehen habe. Wie kann man denn so. Hä? Hä? Merd Abi schläft einfach. Was machst du denn? Ich studiere Medizin. Korrekt. Humanmedizin, befinde mich jetzt im letzten Semester, kann man sagen. Das sind ja 6 Semester normalerweise. Bin jetzt im PJ, das ist das praktische Jahr. Und Bruder, das Ding ist, sein Arsch hat nichts mit Medizin zu tun, aber er verkauft es mir so ab, als hätte er wirklich was mit Medizin zu tun. Wirklich. Also ehrlich, ich würde denken, wenn ich ihn in Real Life sehen würde, der ist Arzt. Ich arbeite dann als Assistenzarzt in der Uni Jena, 03641-9300, da bist du in der Zentrale, kannst du mir verbinden lassen. Bin in der Kardiologie, werde dann auch den Facharzt für Kardiologie anstreben, allerdings interventionelle Kardiologie, invasiv auch genannt, das heißt in den Körper rein oder wenn ihr jetzt nicht interventionell arbeitet, könnt ihr auch in einer Reha-Klinik arbeiten, aber ich strebe dann den Kardiologen an, mache dann den Facharzt nach neuer Weiterbildungsordnung, abgekürzt WBO und dann werde ich irgendwann mal Kardiologe. Also wirklich. Niemand hat sich darum gekümmert, ob meine Emotionen perfekt intakt und unversehrt. Ey, diese AI-Stimmen, die gehen zu weit, Chat. Diese AI-Stimmen gehen zu weit. Das ist jetzt schon dieses Übersetzen in deren Stimme. Guck mal, Ex einfach auf Deutsch. Niemand hat sich darum gekümmert, ob meine Emotionen perfekt intakt und unversehrt waren. Niemand hat sich darum gekümmert, wie ich mich gefühlt habe. Jetzt wird meine Meinung respektiert. Und jede meiner Bewegungen wird erfasst und berechnet. Niemand hat sich um mich als Individuum gekümmert. Ex wünscht sich... Kontrolle, Kontroverse, Reichtum, extra so. X hat Wünsche, Jossa Alpha hat keine Wünsche. Niemand hat sich darum gekümmert, ob meine Emotionen... Sogar sein Mund! Das ist krass. Okay, Herr MCB, wie
wie viel Geld haben Sie gerade auf dem Konto? 2 Euro. Okay, dann musst du mir jetzt für 2 Euro was bei McDonald's kaufen. Okay, okay. Auf geht's. Ja. Oh Mann. Okay, MC, ich hätte gerne einmal das. Das ist so ehrenlos. Ja, okay, MCB. Wie ist das? Ich habe gar kein Geld mehr. Oh. Ja, dann lass gehen. Das ist ehrenlos. Willis Freund ist gestorben. I need you to come right back to me, baby. I need you to come right back to me. Wie gut ist das? Wie gut? I need you to run right back to me, baby. I need you to run right back to me, baby. I need you to run right back to me. Alter. Hey Leute, ich hoffe, euch hat mein erstes kleines Video gefallen. Ich bin ziemlich neu in der kompletten Szene. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ich verlinke unten auch meine Social Media Kanäle. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut und mich unterstützen würdet. Das war es eigentlich schon von mir. Ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ich brauche ein Schnittsystem, Adobe Pro hieß das. Und es hat 300 Euro oder so gekostet. Ich meinte, Hertha, ich kann mich jetzt nicht schon. Und dann hat Hertha das sozusagen für mich geholt, aber auf dem Hertha-PC. Und ich hatte das nicht zu Hause, nur auf diesem PC. Krass, ne? I can't turn around. Eli, einfach Millionär geworden, Junge. Alhamdulillah, ihm geht's sehr gut. Reiche Mann. I can't turn around though, because my ass hangs out. I don't want to get banned. So, are you banned? For sure. Für die Leute, die es nicht checken, die sagt so, ich kann meinen Arsch jetzt nicht umdrehen, weil da ist so viel frei, sonst werden wir gebannt. Dann hat Aiden gefragt, also jetzt. Can we like hide the screens? So, dass er das verdeckt. Anastasia Rose Official. Danke für dein Raid. Thank you for your raid. I hope you have a great stream. And I hope you you have a great stay and a great day tonight. Moin. Achso, du bist Deutsch. Alles gut. Danke für dein Raid. Danke für dein Raid. I mean, it's up to you guys. Does my camera just stay on? Yeah. Die einfach die Kamera ausgemacht haben für die Zuschauer, damit sie ihren Arsch sehen. Ist das respektlos? Na, Anastasia. Ey, Sydney! Ey, kann man hier auf dieses Street gehen? Oh mein Gott, ich mach das jetzt. Bruder, also, für die Leute da draußen, die es nicht checken, Instagram hat eine neue Funktion, dass es jetzt sowas wie Twitter gibt auf Instagram. Und ich schwöre es euch, ja, es gibt es. Yes! Gibt es. Anmelden? Ich muss dich hier kurz anmelden. Also, es gibt eine Funktion, wo man so mäßig Tweets machen kann. Auf Instagram. Und es gibt vier Personen. Vier Personen, die übertrieben haben. Und nur bei allen Frauen kommentieren. Das ist Sydney Eweka, Marlon, Niklas Wilson und fucking Daniel. Bei jeder Frau, die da irgendwas schreibt, ist Sydney drunter. Ich will das jetzt im Stream zeigen. Geht das nicht? Mit Instagram fortfahren. Geht das nicht? Scheiße, das geht nicht. Warum kann ich nicht mit Instagram das machen? Fragezeichen. Ich werd das jetzt im Stream zeigen. Ich werd's leaken, was du für ein Geier bist. Diego Supporter, danke für den Sub gefahren, CD. Ach, man kann hier kopieren. Kann ich mich hier mit einloggen?
I need you to run right back to me, baby. I need you to run right back to me, baby. Ey, wie melde ich mich hier an, Chat? Wie melde ich mich hier an? Mit deinem Instagram. Ich weiß mein Passwort nicht von Instagram, oder wie? Ich weiß mein Passwort nicht von Instagram. Habe ich mein Instagram-Passwort vergessen? Nein. Fucking Sleeper, man. Oder kann ich das einfach so machen? Lufbroski, Popon des Herz. So, wir gehen jetzt auf Sydney. Und jetzt gehen wir auf Antworten. Mal gucken, was hier abgeht. So. Jess Pietz BS. Direkt ein Herz runter. Ja, nice. Caroline.kn. Schreib einfach hi. Mhm. Okay, 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 okay. Fitnesskick. Okay, okay, okay. Dann haben wir Dian Witsch. Auch Sydney drunter. Natürlich ein Bild von einer Frau. Sydney drunter. Ciao, Bella. Dann hier wieder eine Frau. Sydney drunter. Bruder, das ist zu krank, diese Plattform. Ihr wisst das nicht. Guck mal. Guck mal. Nur Frauen. Nur Frauen. Es sind nur Frauen. Nur Frauen. Das kann... Wie kann man denn... Wo? Überall. Und jetzt gehen wir auf Willi. Er ist auch nämlich ein Kandidat. Wo ist Willi? Zeig her. Wo ist Willi Wilson? Da. Jetzt, der ist noch schlimmer. Jetzt guckt euch das an. Guck mal hier. Fieger. Frau. Dann hier. Wieder eine Frau. Emilia. Wieder eine Frau. Carisha. Wieder eine Frau. Rose Bertram. Wieder eine Frau. Kassan. Ey, das ist unglaublich. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Achso, das bin ich übrigens. Falls ihr mir folgen wollt. Hier, das ist mein Name. Rohat.ce heiße ich auf wie heißt diese Plattform überhaupt? Tweet oder so. Mir wird nichts anderes angezeigt. Ja, nee. Ja, nee. Natürlich, wenn du nur Frauen likest, werden dir nur Frauen angezeigt. Das ist dein Algorithmus. Guckt euch das an! Das ist gottlos! Das ist krank. Das ist krass. Guck mal, bei mir ist nichts mit Frauen. Bei mir ist nichts mit Frauen. Hier, guckt. Antworten. Hier, nichts. Keine Frau. Gar nichts. Ich bin clean unterwegs. Ich bin richtig clean unterwegs. Schau, Eldos. Zeig Eldos. Wie heißt er denn? Eldos? Wie heißt er? Hier, Eldos. Hey, Babes. Bonita. Guckt euch das an. Er schreibt, was geht. Er schreibt drunter, was geht. Er schreibt, was geht drunter. Ey, ich kann das nicht mehr, ne? Ich kann das nicht mehr. 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 So, ich will jetzt gucken, ob Eldos ihr folgt. Zeig her. Nee, gefolgt nur vom Batman Stay. Ich wollte gerade sagen. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Hier. Hey, Babes. Sag mal, ja. Sydney folgt? Das ist krank. Nee, folgt auch nicht. Okay. Das ist wirklich... Also diese Plattform, das ist wirklich gestört. Das ist gestört, was abgeht. Muss die? Wie heißt der? Musti? Ja. Mehr antworten. Jenny, guten Morgen. Bist du nicht die von Love Island? Ich kann das nicht. Kuss, Bro. Guckt euch das an. Mal sehen, ob ich hier mehr poste als die letzten Wochen auf Insta. Let's connect. Musti schreibt runter. Let's connect.
Wer ist alles besoffen? Hey, you. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Daniel? Nee, Marlon ist der Schlimmste. Marlon müsste ich mal zeigen. Also Marlon ist geil. Also ich glaube, Marlon ist der Schlimmste von allen. Wie heißt du auf Insta? Wer ist Marlon auf Insta? Ich glaube, der hat bei mir auch drunter kommentiert. Hier. Guckt ihn jetzt. Guckt ihn jetzt. Ist das geisteskrank. Boah. Tschüss. Ey, das ist krass. Guck mal. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Mit Memos und so, wo? Ah, hier. You are my fire. The one desire. Bruder Marlon, wirklich. Ach du Kacke. Ach du Scheiße, Bruder. Marlon, was machst du auf... Das ist zu viel. Das ist zu viel, diese Plattform. Das ist Tinder 2.0. Ich sag es euch. Das ist moderne Tinder, diese Tweets. Diese Tweets, das ist moderne Tinder. Nur Frauen. Nur Frauen. Ich sehe überall nur Frauen. Egal, wo ich bin. Ey. Fucking sleeper, man. Das ist so krass. Moin, Meister. Breitenberg? Ich glaube, Breitenberg sein Arsch. Breitenberg sein Arsch hat das bestimmt noch nicht. Zeig mal. Er heißt Breiten. Von. Er hat das noch nicht. Das ist krass. Und ein Edus, du Hund. Red ordentlich. Ja, okay. Aber ich glaube, da gibt es auch normale Sachen. Cardi Job maybe heute. Wollen wir bis 6 Uhr wach bleiben? Beste App, Marlon, das ist respektlos. Das ist respektlos. Wir haben gerade. Also wirklich, das ist krank. Das ist wirklich krank. Das ist vor den ist, die ganze Zeit rumschreit und völlig hacke Leute anmacht. Du Arsch, du verkackst. Also Kalle ist wirklich ein ehrenloser Wichser. Wir waren auf dem Amar XL Event, wo Fortnite war, und er hat einfach. Der hat sich an die Mitarbeiterin vom von der Besitzerin vom Experian rangemacht. Der war die ganze Zeit besoffen. Der hat neben Dortmund-Spielern hat er so die ganze Zeit irgendwie BVB Hurensöhne gesungen. Dann hat er den PC von Eldos ausgemacht. Deswegen war irgendwie 20, 30 Minuten Delay. Und was war noch? Ich weiß nicht, ob er auch gekotzt hat oder nicht, aber auf jeden Fall bodenlose Performance da gewesen. Descalito spendet 1000 Euro. Kalito! Kalito, Bruder! Ey, wegen Steuern und so. Ich habe auch Probleme, muss ich ehrlicherweise sagen. Seid wirklich. Ich bin ehrlich gesagt auch pleite. Kalito, falls du das hier siehst, ich bin pleite. Gar kein Geld mehr. Und ich würde mich auch freuen, wenn du mal vorbeischaust hier. Und ich werde jetzt eine Sache noch raushauen, Freunde. Weil mir das wichtig ist. Und weil es mich auch übel abgefuckt hat. Und weil ich das Gefühl. Und weil ich zu 99,9%. Oder warum hatet er sein eigenes. Ist das nicht sein Projekt? Ist es nicht sein Projekt? Warum hatet er die ganze Zeit sein eigenes Projekt? Ich check das nicht. Hä? Er hat's verkauft? Digga, dann hat er wahrscheinlich übel viel Geld damit gemacht. Hey, das geht zu weit! Hey,
Feli, mein Freund und ich sind seit einem Jahr zusammen und er weigert sich, mich auf Social Media zu posten, obwohl ich ihn schon super oft danach gefragt habe. Was würde Feli tun? Meine Damen, ich sag das jetzt einmal und auch wirklich nur ein einziges Mal. Meine goldene Regel in dieser Situation ist immer, er verletzt gerade deine Gefühle, um die von einer anderen zu schützen. That's all I'm gonna say. Wenn er sich weigert, dich auf Social Media zu posten, weil er nie postet und weil das nicht zu seinem Content passt und weil wir keine schönen Bilder haben, alles Trash, alles ausfehlen. Wenn er sich weigert, dann gibt's ein anderes Mädchen da draußen, das sehr, sehr durch diesen Post verletzt werden würde. If he wanted to, he would. Erinnert euch immer daran. Wenn du es wirklich schon super oft angesprochen hast, dann irgendwas ist da faul. Irgendwas ist da faul. Bei meinem Freund ist es aber zum Beispiel so, ich verbiete ihm, mich auf Social Media zu posten. Er hat schon so oft mich gefragt, oh mein Gott, kann ich diese Story von uns hochladen? Ich bin so, nein, nein, stop it. Und der einzige Grund, warum ich sage, poste mich nicht auf deinem Instagram, ist, weil wir halt beide das ja so ein bisschen privat halten wollen. Und wenn er was postet, dann kann es ja sein, dass Leute sagen. Bro! Was? Was habe ich mir gerade eine Minute lang angehört? Von hier? Jermings Streamer Follower Count. Boah, Bruder. Das ist krank. Digga, das ist. I was just, this is what.
Woher wusstest du, dass ich in Berlin wohne? You know? Yo, was? Aber... Lol, aber warte mal, was... Also, ich finde... Was sind das für Schuhe? Alter, ich find's überraschenderweise wirklich fresh. Ich dachte... Nein, Bro, das sieht Arsch aus. Also halt, also... Das... Ich weiß nicht. Wirklich nicht. Also hier haben wir noch den Gürtel. Digga, ich find's low-key... Ich find's low-key machbar, Digga. Ich weiß nicht genau. Also ich glaube... Weiß ich nicht. Das ist sowas, da sagen Leute entweder, ich find's fresh, oder Leute sagen, es ist eine 2 aus 10, you know? Woher wusstest du, dass ich in Berlin wohne? Die Hose ist halt viel zu krass, ne? Quasi immer Zeit für Frauen, mit denen er nicht gerade verheiratet ist. Das ist die neue Meta. Ja, dann mach mal! Ja, dann mach mal! Ja, dann mach mal! Ja, dann mach doch mal! Komm runter, Emi. Influencer sein ist keine Arbeit, Bruder, Digga. Also ich sag euch eine Sache, ich glaube, Influencer sein. Es geht! Es gibt einen Nachteil und das ist, dass man 24/7 online ist mit seinem Kopf. Aber es ist nicht anstrengend. Man ist halt trotzdem so die ganze Zeit in seinem Kopf, auch wenn man privat unterwegs ist, mir fällt es übertrieben schwer, mal so zu 100% abzuschalten. Das ist das Einzige, aber sonst ist easy. Also ich check nicht, warum Leute sagen, das ist Influencer, also, ja. Was geht ab, Leute? Diesmal macht ein Junge eine Scan-Routine. Ich weiß schon, was in den Kommentaren... Weißt du, was auch gut ist gegen Pickel? Du nimmst alle Produkte so, ja, und dann einfach bei dir rein und dann gibt's auch keine Pickel mehr. Du brauchst auch keine Skincare-Routine mehr und so. Also einfach alle Produkte so und dann bei dir rein. Ganz easy so, weißt du? Ciao. Was? Von Jelly? Ja. Okay. Sorry, Abi. Hey, wo war das? Bei McDonald's?